Mein Name ist Julia Meiershofer und das ist mein Kollege, der Josef Christ. Und wir sind zwei der vier Klarinettenlehrer hier an der Musikschule in Ulm. Wir wollen euch heute was über unser Lieblingsinstrument, die Klarinette, erzählen. Momentan sieht es hier leider noch nicht so nach Klarinette, sondern eher noch ein bisschen nach Chaos aus. So, wir wollen die Klarinette mal zusammenbauen. Es geht hier los mit dem Trichter. Da drauf kommt das Unterstück. So. Da drauf das Oberstück. Dann kommt hier so ein Ministück, die Birne nennen wir das. Und unser Mundstück. So. Wenn ich jetzt hier reinspiele, kommt leider nur Luft raus. Dazu brauchen wir jetzt noch was ganz Besonderes. Hier so ein kleines Stück Holz, das ist unser Blatt. Das müssen wir vorm Spielen immer so ein bisschen anfeuchten, also in den Mund nehmen oder in ein Glas Wasser stellen. Dann wird es hier auf dem Mundstück befestigt. Ich habe hier so eine Blattschraube, damit macht man das fest. Dann hält das hoffentlich auch. Genau. Und jetzt sollte ein Ton rauskommen, wenn das Blatt schwingt. Genau, jetzt habt ihr schon gehört, man kann mit der Klarinette ganz hohe und ganz tiefe Töne spielen. Man ist da total flexibel. Und wie ihr schon sehen könnt, jetzt ist die Klarinette doch relativ groß. Darum ist unsere Altersempfehlung so, dass man in der zweiten oder dritten Klasse damit anfangen kann. Und für die, die es gar nicht erwarten können, mit Klarinette anfangen, da hat der Herr Christ jetzt was ganz Spezielles mitgebracht. Ein früher Einstieg ist mit dem Saxonett möglich, ab circa 5 oder 6 Jahren, für 1 bis 2 Jahre, bis die Finger groß genug sind für die richtige Klarinette. Wir haben hier das Saxonett in Blockflötengriffweise versehen mit einem Klarinettenmundstück, sodass man auch gleich den Ansatz richtig trainieren kann für die Klarinette. Wir haben eine große Familie bei den Klarinetten. Die höchste Klarinette ist die S-Klarinette. Dann haben wir die normale Klarinette. Dann etwas tiefer das Bassetthorn, das bei Mozart und bei Richard Strauss häufig verwendet wird. Und in der tiefen Lage eine Oktave tiefer als die normale Klarinette, die Bassklarinette mit manchmal etwas düsterer Klangfarbe. Und da spiele ich euch jetzt was vor. Ja, wir sind so große Klarinetten-Fans, weil man mit der Klarinette alles machen kann. Man kann alleine spielen, zu zweit, zu dritt, im großen Orchester, mit Klavier. Also es ist wirklich alles möglich. Und auch bei den Stilrichtungen ist man total flexibel. Man spielt Klassik, man kann Volksmusik spielen, Jazz, Pop, also wirklich alles. So, das war unsere kleine Vorstellung zur Klarinette mit ihrer Familie. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch in der Musikschule hier mal wiedersehen würdet. Macht's gut und bis dahin. Tschüss!